Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Outlast Whistleblower, dem DLC von dem coolen Psycho-Horror-Asylum-Spielchen. Ja, und wir sind da irgendwo im Nirgendwo, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Irgend so ein Türmchen, und da schauen wir jetzt einmal, mal darauf kommen. Diese Treppe, ja, so eine richtige Wendeltreppe ist sie, ne? Die man so eng ist, dann auch wieder nicht. That's what she said. Aber, es geht schon ordentlich hinauf. Und haben ein paar Sprungeinlagen auch, ist ein bisschen Geschicklichkeitsparcours hier. Motorikpark oder, boah, das war jetzt knapp, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. Oh, es geht noch ein Stückchen, glaube ich. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Da habe ich ein ordentliches Oink-Oink gehabt. So, ja, aber es schaut irgendwie, schaut das schon cool aus auch. Dieses Gebäude. Aber was ist das ja? Keine Ahnung. Kann man gar nicht so aussehen, was das eigentlich sein soll. Ist ein Bohrturm. Ja, ich weiß nicht. So, weiter geht's. Immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Jo. Aha, da ist ein Fenster. Ich schaue noch kurz eine Runde. Dann aber, wo es liegt. So, ich laufe jetzt kurz 20 Runden, ja. Aber Spaß. Geh natürlich gleich raus. Ein Leuchtturm wird es sein, oder? Es wird der Leuchtturm sein wahrscheinlich, oder? Wäre am logischsten, oder? So, haben wir da was? Nicht wirklich. Ja, der hat sich auch eine gute Position zum Sterben ausgesucht. Gut, jo. Aber schönen Ausblick hier haben wir auf dieses riesige Anwesen, also dieses Asylum, das ist schon groß, ne? Aber ich meine, das wissen wir mittlerweile, weil wir haben schon sehr viele Bereiche abgeklappert, sehr viele alle eigentlich. Aber es ist schon groß, ist schon riesig. Wahnsinn. So. Diesen Sprung, das ist jetzt wirklich an der Kippe, oder? Aber wir probieren es trotzdem. Geronimo! Oh, bist du narrisch. Boah, komm, zieh die hoch, zieh die hoch. Zieh die hoch. Du siehst, hallo, bitte, nicht. Nein, aber das will das Spiel, das will das Spiel. So. Was Wichtigste ist, ich habe meine Kamera noch. Ganz egal, ob man jetzt einen Haxen bricht. Ist mir wurscht. Ist mir alles egal. Ich will nur überleben und vor allem, ich will nur, ja, dass ich meinen Camcorder nicht verliere. Ja. Habe ich meinen Camcorder noch? Habe ich meinen? Speichert? Ja, also. Was? 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 Das habe ich jetzt nicht lesen können. Was ist da gestanden? Du brauchst erstmal Haare. Was? Was? Nicht, oder? Na. Hab ich? Ja, ich hab's noch. Boah, ich hab glaubt, ich hab's. Boah. Das Spiel wird immer kranker, ne? So kranke Schweine sind da unterwegs, das ist wirklich ein Wahnsinn. So, da können wir durch gleich. Ich schau nur, da geht's nicht weiter. Ich muss mich nur kurz ein bisschen. Boah! Oh Gott, wir sind da ordentlich runter. So, da können wir uns durchzwängen. Es ist sonst eh nix. Es ist sonst gar nichts. Ich gehe da schon mal jetzt. Aber da sind wir jetzt wirklich in so einem Außenbereich. Das gehört jetzt nicht zum Asylum dazu mehr, so wirklich, oder? Oder? Was war das jetzt vor? Ich habe oft die Zeit, das ist oft fast nie die Zeit, dass ich wirklich die ganzen Dialoge da, diese Texte da lesen kann. Das war schon im Hauptspiel so. Ich muss da wirklich dann einmal, wenn ich mir das in Ruhe anschaue, noch einmal, dann da öfter mal auf Pause drücken und mal wirklich die Texte mal in Ruhe durchlesen, weil ich habe die Zeit gar nicht. Vor allem, da muss ich wieder weglaufen, vor wem? Es ist, man ist so oft anderswertig beschäftigt. Geht's da? Irgendwas ist klar wieder, der atmet schon wieder so schwer. If we did, he could be our goat. What in creation
talking about? He just likes to hear himself talk. We need a goat. There's reason here. To bear a blood. A gender. A small piece of flesh. With a lust of meat. Want to give you to Gluskin? That's the idea. I don't want to get Gluskin's attention. He'll hurt us. He'll hurt you. You make no sense in pulling a mad dog's tail. We feed him a goat and leave him alone. Oh Gott, ne. Oh Gott, na. So. Boah, das blendet. Aber das Licht schaut gut aus, irgendwie vom Fenster. Das gefällt mir. Mit diesen Staubpartikeln, das ist cool. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Seit langem wieder mal was, das mir gefällt hier in dem Spiel. So viel war es noch nicht. So, wo müssen wir da jetzt hin, bitte? Und da oben wo weiter? Oder da, na. Hä? Wo muss ich jetzt? Muss ich da raus? Na. Ich weiß gerade schon wieder nicht, wohin muss. Hallo? Wo geht's da lang? Wo geht's da weiter? Muss man da unten durch? Ah, okay. Ich glaube, da müssen wir lang. Ich schau da mal. Okay, da nicht. Dann da wahrscheinlich. Wow, das ist ein Wahnsinn, ne? Das ist ein Wahnsinn, ich sag's euch. Dann hier. Da können wir uns durchzwängen, oder? Wir sind auf irgendeinem Dachboden, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf irgendeinem... Ah, das auch noch. Mal, wie viele Batterien habe ich denn? Viel habe ich eh nicht mehr auch, oder? Noch vier Stück. Noch vier Stück ist nicht viel. Ah, über Sackgasse, ne? Komm ich da unten? Nein, komm ich da was? Oder? Oh ja, komm ich. Nein, oh ja. Oh ja, komm ich durch. Oh, eine Batterie. Ja, Batterie ist gut. Nimm's. So. Oh Gott. Wo jetzt? War das? Hallo? Wo? War das nur die Sackgasse vor der Batterie oder komme ich da jetzt noch einmal? Nein, ich glaube, ich muss da wieder zurück. Ja, ich weiß nicht. Muss ich da. Wo muss ich hin? Muss ich wirklich hin? Na, da gehe ich wieder zurück, oder? Da geht's da? Ah, da geht's, glaube ich, weiter. Ah, das war nur eine Sackgasse für die. Aber das habe ich gewollt so gemacht. Ich höre immer wie. Was? Was war da jetzt? Ach Gott, ist das krank. Es ist einfach nur krank. Wer ist denn das da herum? Wer ist das? Ist das der Wichser? Ist das der? Ja, ich würde passen, ne? So, haben wir da auch noch was liegen? Da geht's nicht weiter. Ja, es ist eigentlich, ja, es ist schon, aber ich lasse mal kurz das Lämpchen aus. Ja. Oh Gott. Ich traue mich nicht mehr weiter. Gleich passiert was. Gleich. Da ist er. Wer ist er? Der hängt. Der hat's hinter ihm. Dann schauen wir gleich einmal. Was ist. Weise Männer. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja, der hat das einzig Richtige gemacht. Ja, haben wir da auch, da haben wir nichts mehr. Der hat das einzig Richtige gemacht, der hat den Ausweg gesucht und gefunden, indem er ja Suizid begeht. Ist vielleicht das Sinnvollste hier in dieser Situation. So, da geht's eh nicht. Kann man auch durch, okay. Go.
Ja, die sind eigentlich, die sind nicht, die was ich da jetzt alles sehe, die Freaks, die sind nicht böse. Die haben einfach nur Angst. Aber ich will da noch einmal ganz kurz zurück den Vorigen, da kann man noch einmal rein auch. Vielleicht liegt da auch noch was. Oder habe ich mir da. Moment. Ich sage euch gleich, was ich meine. Und zwar da. Na, da war eh nichts mehr. Wow, das ist wieder eher, ne? Sag mal. Okay, gut, na dann, ich dachte, da könnte ich auch noch, aber geht anscheinend nicht. Gut, dann, okay. Ah, jetzt habe ich noch einmal geschreckt, ne? Der Freak, der. So, dann gehen wir da weiter. Boah, jetzt sind wir den ganzen Dachboden da entlang gegangen. So, und da. Ah, was ist jetzt wieder? Ich bin der Wallrider. Ja, ich bin der Wallrider. Das ist eine Frauenstimme, oder? Das war eine Frauenstimme. Ich habe mir das vorher schon gedacht. Das wäre die erste Frau im Spiel, ne? Um die wäre Gris wahrscheinlich. Pfiat mich gut, Mesner. Eine Frau ganz allein, obwohl oder holer die Waldfee. Sag ich da nur. Oh, eine Batterie. Die würde mir auch leid tun. So. Hey, Sportgeräte. Ein Pferdchen. Pferd ist das, gell? Sagt man da. Gut, ich habe keine Ahnung. Ist der Turnsaal da her oder Turnunterricht oder ich bin. Ich habe keine Ahnung. So, da ist der. Ah, okay, da schieben wir weg. Okay, da müssen wir gleich hin. Allerdings schaue ich da noch ganz schnell. Ah, schau dir was an. Schon wieder ein Dokumentchen. Was haben wir da? Es ist keine Notiz, es ist ein Dokument. Patient Dennis. Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder. Brüder. Den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen. Auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von exzentrem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Na gut, dann haben wir das hier auch gesehen. Gott sei Dank haben wir da noch einmal in diese Nische da geschaut. Und jetzt gehen wir da wirklich weiter, wo wir eigentlich hin müssen. So, und zwar schieben wir jetzt hier diesen Kasten da mal auf die Seite. Das ist ganz schön schwer, das Zeug hier. So. Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie fühle ich mich da ein bisschen wohler. Ich weiß nicht warum, aber also, obwohl ich nicht weiß, wo ich hin muss, da komme ich nicht durch, glaube ich. Bin zwar schlank und rank, aber so schlank dann auch wieder nicht. So, dann gehen wir da mal. Ich glaube, da geht's weiter. So, da komme ich ja wohl durch. So, und gleich kommt da wieder was. Gleich kommt da wieder was. Ich spür's schon. Gleich kommt wieder ein Jumpskarre. So, dann hier ran. Ah, es ist Wahnsinn einfach nur. So, wie groß das hier auch ist. Was? Cowards and idiots, all of you. Shit.
Ja, so, ich stehe gerade an, wo muss ich hin? Von da bin ich gekommen. Von da bin ich gekommen. Wo muss. Ah, da, ah, da drüber wahrscheinlich. Da drüber. So was, ich kann mal kurz ausschalten, das ist ein bisschen heller wieder. Ah, da kann schon ein bisschen besser. Allerdings wird das nicht lang so sein hier. Ich glaube, die wollten ursprünglich hier mal alles ausbessern, ein bisschen ausfarben und das Ganze, aber es ist dann, glaube ich, nichts geworden, nicht so wirklich, ne? Hat sich dann wirklich keiner Zeit genommen dafür? So, da wird es wahrscheinlich nicht reingehen, aber dafür hier. Ein Wahnsinn, wie groß dieser Dachbodenbereich ist. Das ist unvorstellbar. Einfach nur riesig. Da wird es weitergehen. Das schaut mir nicht so aus, oder? Ah, habe ich mal gedacht. So, ach Gott, da geht's nicht weiter. Aber da, na, zwängen wir uns wieder durch und wir haben schon wieder 16 Minuten. Ja, es ginge, aber ja, kraxeln wir mal drüber. Hallo? Ja. Das ist schlimm. So. Man sieht doch ein bisschen mehr. Es hilft nichts mit dem Nachtsicht. Es geht doch ein bisschen. Da kommen wir durch, ne? Ach Gott, ne? War da nicht wo ein anderer Weg noch? War da nicht wo? Was da? Da glaube ich. Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt. Moment, komme ich da um? Ja, wirklich war. Wirklich. War. Was ist? Was? Was? Das ist. Okay, ja, ich habe schon verstanden. Ich habe schon. Ich weiß nicht wohin. Und da ist noch enger. That's what she said. Aber und wohin des Weges? Da ist da, da könnte es was werden. Ich sehe. Ich weiß nicht. Da unten durch. Ja, es war gut, das war gut. Was? Aber wieder er. Ah! Ah! Komm ich da oben? Ah! Ich. Da war ich doch schon. Wohin? Wo? Ich weiß nicht. Über. Da geht's rauf. Ist das. Noch einmal. Komm ich da. Ja. Ja, super, ne? Ich bin safe. Ich bin im Leo. Hihihihi. Nur bringt's mir nichts. Oh ja, da komme ich drüber. Aber ist das. Will ich da? Da geht's runter dann. Vielleicht komme ich da raus. Ich hab da vorne. Hier kommt die Braut, was? Ich höre doch immer eine weibliche Stimme. Oder ist das einfach nur eine Schwester? Ihr wisst Bescheid, ne? Ah! Wo bin ich da jetzt? In einer Schneiderei oder was ist denn da los? Lauter Nähmaschinen? Jetzt fehlt es noch, wird das wirklich so ein. Na, wie hieß das, die eine Horrorgestalt auch in diesem Horrorspiel? Diese weibliche mit den langen schwarzen Haaren, die was wie eine Spinne daherkam. Ich weiß nicht, wo war das? Wo haben wir das gesehen? Wo war das in. Ich weiß jetzt gar nicht. Was ist. Musik! Hey, cool! Ah, da fühle ich mich gleich wohler. Wie hieß die? Beziehungsweise, ah, wie hieß der. Wie hieß das Beispiel? Habe ich auch mal gespielt. Da kam die, glaube ich, vor. Moment, ich. Na, aber ich will das jetzt nicht. Moment, ich lese mal vorher. Ich lese mal vorher. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verborgen. Ich kann nicht mehr lesen, ich bin durch. Ich bin durch. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was ein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube.
Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn, Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit. Dinge wurden erschaffen. Einfach, weil wir sie erschaffen konnten. Manchmal gibt es Situationen im Leben, da willst du einfach nichts mehr dazu sagen, ja? Beziehungsweise dir fällt nichts mehr dazu ein, ne? Jetzt ist er so ein Moment. Jetzt ist er so ein Moment bei mir, wo mir einfach nichts dazu einfällt. Gut. So, dann geht's hier weiter. Soll ich einen Screenshot machen für einen Desktop-Hintergrund? Na, Spaß beiseite. Es ist einfach nur so krank, oder? Es ist einfach nur so krank. So, ich mache hier wieder. So, ein letztes Mal und tschüss. Und die Musik noch dazu, ne? Denkst du, mal positiv, ein bisschen Musik dazu. Und dann sowas, ne? So, wir sind immer noch in so einer Art Schneiderei oder was weiß ich nicht. Schneidern sie da die ganzen Klamotten zusammen für die Insassen oder wahrscheinlich? Ich habe keine Ahnung. Aber mittlerweile ist mir sowieso schon alles wurscht. Ich bin einfach nur froh, wenn ich da irgendwie durchkomme und hoffe, ich überlebe es. Es ist nicht mehr schön. Es ist gerade wirklich nicht mehr schön. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Und diese Damenstimme, die Frauenstimme, was man da gehört hat, war das nur so eine Art Anspielung auf dieses Bild jetzt da, was wir da jetzt gesehen haben? Auf diesen, ich sag mal, Eindruck? Oder gibt es da wirklich noch eine weibliche, weiß ich nicht, einen weiblichen Killer auch oder sowas? Ich habe keine Ahnung. So, hat da was? Hat da was geblinkt? Nein. Wie groß das ist auch da, ne? Hä? Ich gehe mir in den Kreis, ne? Liegt da was? Ja. Wo muss ich da jetzt hin? Ah! Geht's da? Ja. Nein, geht's nicht. Wie sich hier? Hallo? Hi! Servus, grüß dich. Okay, kann ich jetzt da? Nein, ich kann noch immer nicht. Oh, ich will nicht mehr. Was? Was? Bitte nicht da. Nicht da. Bitte nicht da. Da komm. Wo? Da ist wer. Der dritte Kerl mit Marshall. Ja sicher, der will. Und ich weiß nicht wohin. Das ist schon wieder ein neuer Freak. Das ist schon wieder ein neuer. Was ist da gestanden? Zu. Mach zu und geh weg. Kann ich da? Geht's da weiter? Ja, geht. Nicht von innen. Ich sperre von der anderen Seite aufmachen und weg. Und jetzt mach zu, von dieser Seite, du Freak. Oh Gott. Oh. Wow. Okay, da werden Damenkleider entworfen. Was? Love makes a house a home. Yeah. Love makes a house a home. Liebe macht die. Manu, sag mal bitte, was sind das für lauter neue Gegnertypen? Also Gegnertypen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will einerseits alles
absuchen, aber ich habe die Zeit nicht. Ich habe einfach. Okay, ich bin einfach in den Kreis gegangen. Von da hat mich verfolgt, oder? Welcome home. Das wird geschissen, sag ich. Entschuldigung, aber ich will einfach, ich gehe da jetzt weiter. Ein schönes Brautkleidchen, oder? Oder ist das auch? Egal. Da geht's nicht weiter. Der kommt ja wieder. Der kommt ja gleich wieder. Ich höre ihn. Mach zu, mach die Tür zu. Und dann ist er da, ne? Das ist. Ah! Da war der Wall Rider, ne? Ah, da muss ich wieder. Ah, nein, da geht's wieder auf Zeit, ne? Ich höre. Nein, beweg's, du Freak. Hallo? Aber wieso geht. Wieso kann ich's nicht? Also, ich muss drauf bleiben, ne? Ja, wie lange ich brauche, ne? Da wäre kein Wunder, ne? Da kommt der gleich, ne? Hallo, du. Was nimmst du immer die Kamera hin? So, bin ich jetzt. Komm, mach zu, du Freak. Mann, das ist immer langsam so. Wo bin ich jetzt wieder? Ist das wieder Wäscherei oder was ist das jetzt da? Wie lange haben wir denn? 26 Minuten schon. Ich kann nichts lesen. Das sind sicher so ganz so coole Texte und ich kann es nicht lesen, weil ich keine Zeit habe. Ich muss mich da einfach nur. Wo geht's da hin? Okay, da geht's nirgends hin. Aber ich spiele extrem gut, ne? Das ist ja unvorstellbar, ne? Will ich auch einmal kurz gesagt haben. Und, ne? Wahnsinn, ne? Ja, solange niemand kommt, ist eh okay. Und ich weiß ja, bin ich da richtig oder. Sackgasse, glaube ich. Da. Ah, da geht's auch wieder. Muss ich auch wieder. Da bleiben wir. Schieb! Drück! Na, hallo, kommst. Warum kannst du. Ja, der kommt, er kommt. Mach auf! Muss ich. Ah, ja! Ja, über. Hey, cool, ne? Es war richtig, oder? Das war okay. Ich glaube, das war richtig. Das war der richtige. Au! Ja, ich hab's ja immer gesagt. Zieh dir was auf die Füße an. Wie krank, oder? Oh Gott. Speichert. Hallo? Muss ich da? Ah, okay, da kann ich. Da kann ich, ja. Weil sonst da drückt es mich da oben wahrscheinlich. Ja, kommt er gleich wieder, oder? Was? A woman's work is never done. Frauenarbeit ist nie getan, was? Nie vollbracht, fertig, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich humpel nur. There's no place like home. Wie zu Hause. Es ist kein Platz so schön wie zu Hause. Ich kann ja. Jetzt habe ich geglaubt, meine Kamera ist auch schon wieder weg. Ich bin so durch. Ich weiß nicht mehr, wohin. Mittlerweile ist schon alles so. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ja, hallo, ich kann. Ja, was? Ja, weiß nicht. Nimm mich. Nimm dir, was du brauchst. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wohin und nichts mehr. So, gewisst ihr was? Ich hoffe, ich bin kurz safe jetzt. Oder steht da gleich wieder hinter mir, der Freak? Ja, ich. Ich hätte davor schon ab. Da geht's mal nicht. Da ist eine Batterie. Die Zeit haben wir. So. Geht's da wahrscheinlich nicht. Ich schau gleich, da war ich da nicht mehr. Aber es muss in die Richtung gehen. Das ist dann der erste Part, was ein bisschen länger dauern wird. Aber da könnte ich ja gleich einmal. Eigentlich könnte ich mir verstecken auch einmal. Wie werden das, ne? Geht nicht. Okay. Gut, dann da geht's da. Natürlich nicht, ne? Aber die Zeit nehme ich mir. Die Zeit nehme ich mir natürlich. Ja, dann geht's da eh nur da. Dann war da. Können wir da. War das da? Auch nicht.
Wo war dann? Es gibt da nicht mehr Möglichkeiten, ne? Kann ich da rüber? Kann ich da oben rüber? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, jetzt kommt er wieder, ne? Freak. Ja, hallo. Ja, ist wieder da. Servus, ja? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also das ist jetzt gerade ein bisschen. Wir haben eine halbe Stunde, aber das, ich muss jetzt noch ganz kurz schauen. Okay. Die Batterie, jetzt habe ich es liegen lassen, nicht Vogel. Da geht's nicht. Jo, pff. Es gibt es sonst nicht für Möglichkeiten. Oder es ist irgendwo ein Luftschacht wieder, wo ich nicht geschaut habe. Da ist das nur eine Tür. Da kann ich da. Ich wüsste nicht wohin. Geht's da unten irgendwo? Ist der Spind? Ich gehe mal da rein. Vielleicht geht er da raus. Ich bleib mal ganz kurz da. Vielleicht kann da, geht er irgendwo raus und es wird wieder ein neuer Weg geebnet. Ich wüsste sonst nicht. Gewiss, was, ich speichere da kurz ab. Wir sehen uns dann hier im Spind wieder. Wäre das erste Mal. So machen wir das. Dann sage ich Dankeschön fürs Erste und fürs Zweite und fürs Dritte auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Outlast. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn es wieder ganz, ganz schlimm wird. Also dann macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.